Hey, Arnold, hängst wohl in diesem Freizeitpark rum, wa? Sieht aus, als wäre dieser Burrito eine Nummer zu groß für dich. Schnell, find was zu trinken. Arnold, warte! Gott weiß, was es in diesem Zauberladen gibt. Nun, da du dein Problem mit dem mexikanischen Essen erfolgreich gelöst hast, lass uns gehen und Spaß haben! Was für eine riesige Schlange. Sieht so aus, als müsstest du noch ein bisschen warten, oder? Arnold, das macht man aber nicht. Sieht aus, als bräuchte diese süße kleine Oma deine Hilfe. Arnold, pass auf! Weißt du, Arnold, ich habe beschlossen, ins Leichenschauhaus zu gehen, um mich von dir zu verabschieden. Und? Oh mein Gott, du lebst ja noch. Nein, du wurdest wiederbelebt. Es scheint, dass das Elixier, das du getrunken hast, funktioniert hat. Du bist jetzt unsterblich. Herzlichen Glückwunsch, Arnold. Du bist nun der am längsten lebende Organismus auf der Erde. Dein Körper regeneriert sich unaufhaltbar. Und der Begriff zelluläre Seneszenz ist nur noch ein Witz für dich. Nun, wie willst du deine Unsterblichkeit nutzen? Ganz einfach. Du wirst bei Rot über die Ampel gehen, Mädchen begrapschen. Du wirst auch den Kenny McCormick Lookalike-Wettbewerb gewinnen. Das ist doch lächerlich. Du hast unendlich viele Jahre vor dir und verschwendest sie damit. Arnold, du könntest alles auf der Welt studieren. Jede Kampfsportart lernen. Und sogar neue Galaxien erforschen und kolonisieren. Arnold, wie wär's damit, wenn du aufhörst, deine Zeit zu verschwenden? Okay, also vielleicht wirst du 200 Jahre lang jede einzelne Netflix-Serie am Stück schauen. Oh, ich sehe, du hast dich etwas gelangweilt. Außerdem wird dein Haus ganz schön gammelig. Und du bist immer noch jung. Ein Nachteil bei der Unsterblichkeit ist, dass du alle deine Lieben überlebst. Außerdem verändert sich die Welt um dich herum rasant. Aber du wirst dem Fortschritt hinterherhinken und du wirst dich in der Gesellschaft überflüssig fühlen. Alles, was dir einmal wichtig war, wird allmählich verschwinden. Mit der Zeit wird dich auch nichts mehr wirklich erfreuen, weil du ja schon alles gesehen hast. Du wirst tief deprimiert sein. Tut mir leid, Freund, aber es macht einfach keinen Sinn. Hör auf, Arnold. Du weißt, dass du unsterblich bist. Arnold, lass uns die Show sehen. Oh, okay. Ich werde dich in Ruhe lassen. Aber ich kenne da jemanden, der dir helfen kann. Dr. Joe hat eine Geheimformel, die jeden Schmerz lindern kann. Aber ihr Rothaarigen braucht mehr Betäubungsmittel als normale Menschen. Das liegt an einem Gen, das euch eure rote Haarfarbe verleiht. Unser Körper besteht aus einer riesigen Anzahl von Zellen. Damit sie miteinander kommunizieren können, gibt es spezielle Proteine in der Zellmembran. Das sind die Ionenkanäle. Ionenkanäle sind so etwas wie Tore für unsere Sinne. Dank ihnen können wir warm und kalt fühlen, riechen und schmecken und auch Schmerzen empfinden. Iss mal ein bisschen Schokolade, Arnold. Es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass Schokolade Kopfschmerzen verursacht. Vielleicht kommt dir dieser Mangel entgegen, denn dann musst du nie die körperlichen Schmerzen spüren, die ich dir zufügen würde. Aber freu dich nicht zu früh, Kumpel. Schmerz kann auch emotional sein. Wart's ab, zum Beispiel unerwiderte Liebe. Diese Art von Schmerz erleben die Menschen, die 2015 ihre Bitcoins verkauft haben. Arnie, mein Freund, Kopf hoch. Du empfindest keinen Schmerz und das kann helfen, deine Individualität zu unterstreichen. Du kannst dir zum Beispiel einen Diamanten in die Stirn stecken, genau wie der berühmte Rapper Lil Uzi Vert. Es gibt einige Menschen auf der Welt, die überhaupt keinen Schmerz empfinden. Das ist eine Folge eines Defekts im SCN9A-Gen. Solche Menschen können kalt und heiß unterscheiden. Sie spüren Berührungen, aber die Schmerzsignale kommen nicht an. Arnold, willst du Tagais Freund wirklich wegen des Kusses verprügeln? Vergiss nicht, Arnold, keinen Schmerz zu empfinden bedeutet nicht, dass du unsterblich bist. Du musst sofort ins Krankenhaus. Verstehe, du bist immer noch derselbe faule Kerl. Solange du keine Schmerzen spürst, reicht auch ein gewöhnliches Klebeband. Ups, es sieht so aus, als ob die Wirkung von Dr. Joes Medikament vorbei ist. Willkommen zurück im normalen Leben, Arnie. Glückwunsch, Arnold. Du hast dich gerade freiwillig für den Test der kugelsicheren Haut gemeldet. Wow, du lebst ja noch, Superman. Also, ein erfolgreicher Test.
Hey, Arnie! Die Jungs scheinen mit dem Ergebnis zufrieden zu sein, aber sie wollen den Einsatz erhöhen. Ein Granatwerfer feuert eine Granate mit einer Geschwindigkeit von 120 Metern pro Sekunde ab. Und sie kann eine 50 cm dicke Stahlpanzerung durchdringen. Jetzt brauchen wir etwas Ernsthafteres. Zum Beispiel eine Haut aus Fulleren. Dies ist das stärkste Material, das die Wissenschaft bisher kennt. Ein Allotrop des Kohlenstoffs. Und es ist 200 Mal stärker als der stärkste Stahl. Glückwunsch, Arnie! Deine Fulleren-Haut kann einer Raketengranate standhalten. Was man von deinem Gehirn natürlich nicht behaupten kann. Die Schockwelle hat es in flüssige Götterspeise verwandelt. Aber zum Glück bist du in einem supergeheimen Labor. Genau, Arnold, das ist der perfekte Zeitpunkt, um zu fliehen. Denn jetzt können dich automatische Waffen nicht mehr verletzen. Du kannst auch nicht erwürgt werden. Und selbst wenn dich ein Auto überfährt, kann dir das nichts anhaben. Aber deine Stärke, Arnie, du kleines Weichei, die hat sich kein bisschen verändert. Stattdessen hast du, wie ich sehe, jetzt Nerven aus Stahl. Aber das Problem ist, dass du dich jetzt für den Rest deines Lebens verstecken musst, damit niemand weiß, was du für eine Superhaut hast. Warte, was? Ich verstehe, Arnie. Du würdest alles tun, um beliebt zu sein. Naja, jedem das Seine. Heute ist dein letzter Tag. Genau wie für 684.000 Menschen jedes Jahr, die aus großer Höhe hinunterstürzen. Oder aufgrund eines medizinischen Fehlers. Das ist die dritthäufigste Todesursache in den USA, nach Herzkrankheiten und Krebs. So ein Quatsch! Du wurdest von einem Elektroroller angefahren. Deine Sinne beginnen zu versagen. Das Gucken, der Geruchssinn, Schmecken und schließlich das Gehör. Mein Freund, du bist tot. Nach einem Herzstillstand hast du 6 Minuten Zeit bis zum vollständigen Hirntod. Diese Zeitspanne verlängert sich bei Anabiose oder Unterkühlung. Ein Mädchen überlebte, obwohl sie 6 Stunden klinisch tot war. Sie lag auf Eis mit einer Körpertemperatur von nur noch 18 Grad. Aber das hat ihr Leben gerettet. Aber dir wird keiner helfen, Kumpel. Nach 10 Minuten hast du 10% weniger Sauerstoff. Oh, und kein Portemonnaie mehr. Dein Herz hat aufgehört, Blut zu pumpen und es bilden sich Blutgerinnsel. Aber dein Gehirn arbeitet jetzt aktiver als je zuvor. Bei einem 87-jährigen Mann wurde ein Elektroenzephalogramm durchgeführt, als er plötzlich einen Herzinfarkt erlitt. 15 Sekunden vor seinem Tod entdeckte das EEG spezielle Hirnwellen in seinem Kopf. Solche Wellen treten beim Träumen oder bei der Meditation auf. Deshalb kann es sein, dass du dich zum Zeitpunkt deines Todes wirklich an dein ganzes Leben erinnerst. In diesem Moment hast du 12-mal mehr Dopamin und 20-mal mehr Serotonin. Deshalb erlebst du gerade einen sehr lebhaften Traum. Während des klinischen Todes erleben nur 15% der Menschen etwas Schreckliches. Der Rest sieht die Gesichter von Familienmitgliedern, Tieren oder Pflanzen, vergangene Ereignisse oder sogar das klassische Licht. Übrigens, Thomas Edisons letzte Worte waren: Es ist sehr schön da drüben. Wow, Arnold, herzlichen Glückwunsch! Du bist gestorben und in den Himmel gekommen. Stell dich in die Schlange an und warte darauf, dass Petrus dich hineinlässt. Wow, wie cool ist das denn? Hey, hey, schau mal! Ist das John Lennon? Nee, warte mal, das ist Jesus. Hier gibt's ja sogar eine Wand mit Bildern von Gott, die von großen historischen Künstlern gemalt wurden. In der Antike glaubten die Menschen, dass Gott furchterregend und blutrünstig ist. Die Azteken zum Beispiel opferten ihrem Gott Huitzilopochtli ständig Menschen, damit es regnet. Die alten griechischen Götter verkörperten menschliche Eigenschaften oder Naturphänomene. Leider, Arnie, bekommst du im christlichen Paradies im Gegensatz zum muslimischen nicht 72 Jungfrauen. Aber hey, schau mal, genau da, das ist John Lennon! Oder ist das wieder Jesus? Und hier ist er, hat viele Namen. Der Schöpfer, Jehova, Adonai, Yahweh, Gott. Oh, er schläft. Du solltest dich besser nicht an seinen Sachen zu schaffen machen, Arnie. Arnie, was hast du denn vor? Mensch, du kannst doch da nicht reingehen. Das ist die Schaltzentrale für die ganze Welt. Fass bloß nichts an, Arnie. Oh, das ist nicht gut. In den letzten Jahrhunderten hat der religiöse Glaube auf der Welt abgenommen. Und Gott, das beliebteste Wesen der Welt, hat eine Menge Hasser. Wagst gar nicht, Gott zu spielen, Arnold. Der Mensch ist einfach zu gierig für diese Rolle.
Es gibt noch viele andere Beispiele aus der Geschichte, die alle ziemlich übel endeten. Arnold, höre auf! Das ist kein Scherz, Kumpel. Arnold! Na toll, alles aus dem Ruder gelaufen. Fanatischer Glaube hat schon immer zu Kriegen geführt. Und nun hat ein nuklearer Kreuzzug begonnen. Arnold, höre auf, bevor es zu spät ist! Hörst du mir überhaupt zu? Puh, gerade noch rechtzeitig. Hey, Gott? Versteh das bitte nicht falsch, aber Gott sei Dank... Arnold! Oh nein! Hupala, wir haben ein kleines Problem. Arnold, habe keine Angst. Aber du bist lebendig begraben. Genau wie Rodrigo Cortez. Hör auf zu schreien! Schreien erhöht Panik, Herzschlag und dementsprechend die Menge an Luft, die du aufbrauchst. Und du hast maximal 2 Stunden Luft in deinem Sarg, bis dir der Sauerstoff ausgeht. Arnold, dein Telefon! Du bist doch nur 2 Meter tief. Hurra, du hast Empfang! Ruf deine Lieben an, die werden dich doch retten. Aber das ist nicht sicher, denn für sie bist du ja tot. Sie werden wahrscheinlich denken, dass dein Anruf ein dummer Scherz ist. Versuche, eine Verbindung zum Internet herzustellen. Dein Post wird sicher gesehen, aber erst nach einer Katze im lustigen Outfit, einem neuen Beitrag von Ariana Grande und eine lustig geformte Kartoffel. Ich hab's! Mit Geotext versehene Posts erhalten 79% mehr Aufmerksamkeit. Und ein Post darüber, dass Öl gefunden wird, wird die Aufmerksamkeit von Donald Trump 100%ig auf sich ziehen. In kritischen Situationen werden die tierischen Instinkte aufgeweckt. Ich meinte ja eigentlich, dass die in dir aufgeweckt werden. Arnold, bei Sauerstoffmangel haben die Menschen oft Halluzinationen. Vielleicht können wir einfach googeln, was zu tun ist. Das Leben nicht verändern, einen Sarg kaufen, verlassen Sie Ihre Komfortzone. Die Suchergebnisse gehen ja gar nicht. Oh, Kill Bill 2! Mach es wie Uma Thurman! Du musst ein Loch in den Deckel schlagen. Sei stark im Geist. Sammle all deinen Ärger wie Naruto und... Hat es wehgetan? Du musst irgendwie den Deckel aufkriegen. Schau, ob du irgendetwas in der Tasche hast. Ah, Arnold, was ist denn das? Was soll denn das? Du nutzt das doch nicht mal außerhalb eines Sarges. Ah, das wird reichen. Schlag! Ist so, als ob du Faschisten entkommen wollen würdest oder vor dem Gejaule von Billie Eilish kapitulieren würdest. Geschafft! Jetzt musst du die Erde im Sarg verteilen, um den Weg nach draußen freizumachen. Du musst das Hemd über deinen Kopf ziehen. So verhinderst du, dass du erstickst, wenn die Erde sich überall um dich herum befindet. Arnold! Arnold! Aufwachen! Wieder Halluzinationen? Es ist viel einfacher, dem Grabe zu entsteigen, wenn die Tiefe gleich oder weniger als die Größe der Person ist. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Heute werden wir dich lebendig begraben, zum dritten Mal. Und da die Leute schon oft gesehen haben, wie du diesen Trick vorgeführt hast, wirst du es dieses Mal auf besondere Weise tun. Wir werden dir Handschellen anlegen und der Sarg wird aus Metall sein. Okay, Arnie, Kumpel, bist du bereit? Rein mit dir! Bei der vergangenen Beerdigung hast du bereits die wichtigsten Regeln gelernt. Du musst ruhig und tief atmen, um Sauerstoff zu sparen. Okay, jetzt hör auf, ruhig zu sein. Wir müssen die Handschellen abnehmen. Das ist ganz einfach. Du musst dir nur an jeder Hand einen Finger brechen, damit du sie durch die Handschellen stecken kannst. Hör auf zu jammern, Arnie. Du hast doch noch 2 Finger übrig. Benutze deinen Gürtel oder deine Uhr, um zu versuchen, den Deckel aufzubrechen. Ein Metallsarg hat übrigens an den Rändern Schwachstellen. Komm schon, Arnie, das war ein Scherz. Du kannst das Metall nicht knacken, du Trottel. Über dir liegen 2 Meter Erde, die mit einer Masse von 2,5 Tonnen nach unten drücken. Diese dritte Beerdigung wird wohl deine letzte sein. Arnie, wo bist du? Och, du kleiner Mistkerl! Ja, du bist wahrscheinlich Arnie Houdini. Auf die gleiche Weise kletterte Harry Houdini durch ein Geheimfach in der Seitenwand des Sarges in einen Tunnel. Und dann ließ er sich durch eine Luke im Grab von oben auf den Sarg fallen und bedeckte sich mit gut 1,5 Meter Dreck. Aber wo ist die Luke, Arnie? Was für eine Überraschung. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass ich dich so einfach rauslassen würde, oder? Schwimm hoch, Arnold, bevor der Beton aushärtet. Oh, ja, vergessen dir zu sagen. Die Betonlösung bildet in Verbindung mit Wasser alkalische Moleküle. Und da deine Haut sehr feucht ist, wird das ganz schön wehtun. Glückwunsch, Arnold, du hast es geschafft. Du hast es geschafft, die Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Genieße den Ruhm.
Hey, im Supermarkt isst man nichts. Dieses Gemüse gilt als GVO, als gentechnisch veränderter Organismus. Diese Tomate enthält ein Seidenraupengen. Und die übliche Gurke hat aus genetischer Sicht 40% Ähnlichkeit mit einem Menschen. Aber keine Angst, GVO ist nichts Schlimmes. Und ich weiß genau, wie ich es dir beweisen kann. Wir verändern einfach dich, Arnold. Es ist zwar illegal, solche Experimente an Menschen durchzuführen, aber 2018 wurden in China zwei gentechnisch veränderte Babys geboren. Sie wurden so programmiert, dass sie immun gegen HIV sind. Hier sind wir in einem streng geheimen Labor des Pentagons. Dort werden hauptsächlich GVO-Soldaten hergestellt. CRISPR-Cas9 ist eine neue Technologie, mit der die DNA eines Organismus in die DNA eines anderen eingepflanzt werden kann. Einem normalen Fisch wurden die Gene einer biolumineszenten Qualle eingepflanzt. Nun haben wir einen Leuchtefisch. Gemüse wurde so verändert, dass es länger haltbar ist und besser schmeckt. Aber was ist mit dir, Arnold? Willst du größer werden? Wir können dir das Michael-Jordan-Gen einpflanzen. Und wir entfernen das Schwitze-Gen aus dir, damit du nicht mehr so stinkst. Und? Das ist Arnold 2.0. Ein neues Leben hat begonnen. Ohne Schweiß werden sich die Leute endlich neben dich in den Bus setzen. Und die Oma deines Nachbarn wird aufhören, dich eine kleine rothaarige Pussy zu nennen. Sie wird dich jetzt einfach nur noch rothaarige Pussy nennen. Ja, die Gentechnik ist noch nicht perfekt, aber sie ist die Zukunft. Designer-GVO-Babys werden bald kommen. Und es wird möglich sein, das Grausamkeitsgen von Kriminellen zu entfernen. Das ist eine neue Stufe der Evolution. Träum süß, Arnold 2.0. Hey, was ist hier los? Arnold, hast du alle Spritzen aus dem Labor gestohlen? Was? Willst du dir das Erdbeergen spritzen, um gut zu riechen? Und ein Corgi-Gen für einen perfekten Hintern? Tu das nicht! Arnold, hör auf! Oh, ihr Götter, was habt ihr getan? Ich hatte Unrecht. Gentechnik ist nicht nur für den Organismus gefährlich, sondern für die gesamte Stadt. Du hast dich also entschlossen, kräftiger zu werden, was? Wie können sie es wagen? Arnold, zeig ihnen, was du wert bist. Wow, Arnold, Mensch, dein Blutdruck war noch nie so hoch. Sei vorsichtig, hoher Blutdruck wirkt sich auf die Blutgefäße in deinen Augen aus, was zu einem Sehverlust führen kann. Normalerweise ist ein solcher Sehverlust nur vorübergehend, wahrscheinlich. Aber um jetzt sicher nach Hause zu kommen, brauchst du einen Blindenhund. Blindenhunde durchlaufen eine Ausbildung, die 1,5 Jahre dauert. Und die Kosten für einen Blindenhund können bis zu $20.000 betragen. Was? Ein Hund ist dir zu langweilig? Wie wäre es mit einem Pony? Die Ausbildung eines blinden Ponys ist einfacher als die eines Hundes. Außerdem ist es eine tolle Option für Menschen mit Allergien oder für Muslime. Coole Mütze, Arnold! Wenn du blind bist, hast du nicht so viele Freizeitmöglichkeiten. Also, setz deine Kopfhörer auf und entspann dich. Aber denk daran, eine Lärmbelastung von über 85 Dezibel schädigt das Gehör. Übrigens, die Lautstärke von Kopfhörern liegt bei 95 Dezibel und ein Rockkonzert erreicht 115. Der Lärm eines Düsentriebwerks erreicht 160, bei dem das Trommelfell platzt. Und 180 Dezibel sind tödlich. Du bist also zu Hause, Arnold? Wohnst du am Weltraumbahnhof? Nein? Dann sei vorsichtig! Arnold! Arnold? Es tut mir leid, aber zu allem Überfluss bist du jetzt auch noch taub geworden. Aber verzweifle nicht. Für die Kommunikation stehen Menschen, die sowohl taub als auch blind sind, die taktile Zeichensprache, das Lorna-Alphabet oder die Braille-Handschuhe zur Verfügung. Der Handschuh ist ein Gerät mit Kontakten aus leitfähigem Material. Wenn er angeschlossen ist, werden Daten nach dem Prinzip der Brailleschrift übertragen und Vibrationsindikatoren werden verwendet, um das Signal zu empfangen. Sieht so aus, als hättest du den Handschuh gemeistert und wärst zu deinem Training zurückgekehrt. Nur bist du statt ins Fitnessstudio in die Frauenumkleide gegangen, Kumpel. Und das ist ziemlich peinlich. Aber wenigstens kehrt deine Sehkraft zurück. Wenn auch nur für einen Moment.
Die Welt wurde von einer neuen Epidemie heimgesucht. Die Infizierten haben Flecken auf der Haut. Ein schrecklicher Ausschlag bedeckt ihr ganzes Gesicht. Sie husten ununterbrochen und ihre Vorderzähne fallen aus. Und um nicht isoliert zu sein, impfen sich die Menschen massenhaft und kaufen den Impfstoff auf dem Schwarzmarkt. Sie setzen sich bewusst einem Risiko aus, da der Impfstoff noch nicht zugelassen ist. Aber sie tun es, damit sie so schnell wie möglich wieder ein normales Leben führen können. Schau dir das an, Arnold. Was machst du denn hier? Oh, du hast ein Date? Das ist ja cool. Aber du hättest sicher einen romantischeren Ort finden können als dieses Café am Stadtrand. Hier ist sie. Wow! Wie konntest du sie zu einem Date mit dir überreden? Oh, oh. Wie sind so viele Zombies hier hereingekommen? Arnold, es scheint, dass Susi in Schwierigkeiten steckt. Ein durchschnittlicher Zombie lebt in Städten, die nach Epidemien verlassen wurden. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es sich um einen gewöhnlichen Spieler handelt, der seit 3 Tagen nichts gegessen hat. Aber nein, Zombies haben ihren eigenen Speiseplan. Normalerweise fressen diese niedlichen Kreaturen menschliche Gehirne. Arnold, was wirst du tun? Wow, das nenne ich meine Waffe. Wer ist denn das? Boah, das gibt's doch nicht. Das ist Chuck, der verdammte Norris. Und er hat ein ganzes Arsenal hier. Jetzt wird er einigen in den Hintern treten. Igitt, das ist sogar für meine Verhältnisse ziemlich brutal. Aber sehr cool. Mann, oh Mann. Wie viele Zombies sind denn das? Sieht aus, als wäre dieser große Kerl der einzige, der noch übrig ist. Das nennst du einen Schlag. Das ist ein Schlag. Deine Verabredung scheint wegen des unvorhergesehenen Zombie-Angriffs abgesagt worden zu sein. Zeit zu verschwinden, Arnie. Vergiss Susi nicht. Flix und zugenäht. Sind die unsterblich? Chuck, tritt aufs Gas. Oh nein, sieh mal, Arnie. Du und Susi habt etwas gemeinsam. Genau wie du verliert sie ihre Finger. Es scheint ihr schlechter zu gehen. Schnell, tut etwas. Ihr müsst sie retten. Das ist also der Typ, der uns helfen kann. Wer zum Teufel ist er überhaupt? Grigori Rasputin, die geheimnisvollste Person des 20. Jahrhunderts. Ihm werden hypnotische Fähigkeiten und eine außergewöhnliche Heilungsgabe zugeschrieben. Was für ein gruseliger Ort. Noch schlimmer als das Café, in das du Susi eingeladen hast, Arnold. Was machen wir denn hier? Wohin gehen wir? Führt Chuck etwas im Schilde? So stelle ich mir die Zahnarztpraxis vor. 100% schrecklich. Sag mir nicht, dass du da reingehst. Sogar ich habe Angst. Hier ist alles in der besten Tradition russischer Feste. Wodka, Balalaika, Bären und Tanzen bis zum Morgen. Und hier ist der Mann, den wir brauchen, Grigori Rasputin. Das hier ist der große Mann. Es scheint, unser Heil hat einen 80%igen Drink weggehauen. Sieht aus, als müsstet ihr die Dinge selbst in die Hand nehmen. Mach dir keine Sorgen um ihn. Alle reden über den neuen Impfstoff. Viele haben ihn bereits an sich selbst ausprobiert. Aber er hat eine Nebenwirkung. Die Menschen werden zu Zombies. Dieser Rasputin entpuppt sich als echter Drogensüchtiger. Igitt, du Nekromant! Er hat die Situation ausgenutzt und einen Impfstoff erfunden, der das Virus vernichtet, aber die Lebenden in Zombies verwandelt und die Toten wieder auferstehen lässt. Selbst Chuck ist schockiert. Chuck, du bist dran. Verdammt nochmal, wie macht er das nur? Er ist noch cooler als in Walker, Texas Ranger. Das ist also der, bei dem Van Damme Unterricht genommen hat. Oh, hier kommt Daddy. Der große Kerl lässt sich nicht so leicht unterkriegen. Arnold, du bist der Einzige, der noch übrig ist. Arnie, du bist ein Kämpfer. Denk an all die Dinge, die ich dir beigebracht habe. Und das Wichtigste? Vergiss nicht, dass es keinen Feind gibt, außer dir selbst. Arnold, bist du... Ich wusste es doch. Leb wohl, Arnold. Du warst ein netter Kerl. Oh, jetzt verstehe ich, was für eine Wendung. Arnold, ich gratuliere dir. Jetzt, wo du endlich heiraten wirst, wenn auch ein Zombie. Obwohl du selbst ein Zombie bist. Aber was soll's? Auch Zombies können Liebe empfinden. Hey, wollt ihr jemanden unsterblich machen? Wow, wer ist denn das? Ich schätze, dieser Typ kennt Einsamkeit nur vom Hörensagen. Ich glaube, wir haben genau den richtigen gefunden. Ich kann es ja kaum erwarten, wie ihr ihn unsterblich macht.
Die DNA von Foys in den Cutie zu transplantieren, ist eine tolle Idee. Vom biologischen Standpunkt aus kann man einen Menschen unsterblich machen. Dazu muss man lediglich die Neigung zum Altern und zu Krankheiten aus der DNA entfernen. Aber heute versuchen Snot und Gob herauszufinden, wie kann man etwas töten, das unsterblich ist. Der erste Test ist die Teleportation. Um ein Objekt von Punkt A nach Punkt B zu schicken, musst du alle Atome und neuronalen Verbindungen genau so bewegen, wie sie im Original waren. Danach muss das Original zerstört werden, sodass nur noch die perfekte Kopie übrig bleibt. Daher tötet die Teleportation theoretisch sowohl einen Sterblichen als auch einen Unsterblichen. Ich hatte ein etwas anderes Ergebnis erwartet. Aber es ist zu früh, um aufzugeben. Hier haben wir ein alkalisches Bad, das jedes Lebewesen auflösen kann. Schade, dass diese Außerirdischen nicht Breaking Bad gesehen haben, denn dann wüssten sie, dass Alkali eine Badewanne schneller zersetzt als einen menschlichen Körper. Ich glaube, der nächste Test wird dich auf jeden Fall umbringen. Wir werden dein Gehirn zerstören. Kein Mensch auf diesem Planeten kann so etwas länger als einen Tag aushalten. Du bist noch am Leben! Okay, zu unserem Glück haben Snort und Gob gestern zufällig diesen riesigen Fleischwolf geklaut. Rein da mit ihm! Worauf warten wir noch? Der Fleischwolf schaltet sich nicht von selbst ein. Ach, du armer Kerl, brauchst du gute Ratschläge? Bleib ruhig. Je tiefer du atmest, desto mehr Sauerstoff verbrauchst du. Für 1 bis 2 Stunden sollte es aber reichen. Versuche tief ein- und langsam auszuatmen. Das verlängert zwar dein Überleben, aber das ist ja eigentlich egal. Bei Billigsärgen kannst du den Deckel leicht durchbrechen. Solche Heinis wie du werden immer in solchen Särgen begraben. Was hat dich Payme gelehrt? Nimm dir bitte den Schlagring, den dir deine Freunde in den Sarg gepackt haben, und ziele auf die Mitte. Decke dein Gesicht mit Kleidung ab, sonst blockieren Sand und Erde deine Atemwege. Und schaufel den Boden um dich herum weg. Wenn der Sarg voll ist, versuche dich hinzusetzen. Okay? Wow, deine Eltern hätten sicherlich gedacht, das schafft er nie. So, versuche dich wie ein Wurm nach oben zu schlängeln. Arnold, bist du draußen? Unglaublich! Oh, hoffentlich denkt keiner, du wärst ein Zombie. Ach du Gott, Arnold, du Versager. Jetzt zahlen wir doppelt für deine Beerdigung.